Willkommen zurück zu meinem Let's Play zu Injustice 2. Es ist das zweite Kapitel. Wir spielen mit Harley Quinn und wir befinden uns gerade beim Todessumpf, weil wir dieses Angstgas Geht das abfangen auch sollen. schneller? Ich habe keine Lust, dass Scrot mir den Kopf abreißt, weil deine Jungs Oh, geschlafen haben. Deadshot, wow. Keine Angst, Deadshot. Wir sind für den Angriff morgen sicher bereit. Morgen? Frecher Affe! Oh! Poison Ivy, wie Dich geil. Hätte ich hier nicht erwartet. Halt sie in Bewegung. Ich sehe nach, was da los ist. Red! Hab dich ja ewig nicht gesehen. Bist du hier, um diese Hirnis zu erledigen? Guter Fang, Ivy. Ach, die gehören auch zusammen. Red? Du kämpfst für die? Dein reizender Bruce sollte sich besser um das Grün kümmern. Stattdessen hat er den Betondschungel von Gotham und Metropolis wieder aufgebaut. Aus meiner Sicht gibt es wenig Unterschied zwischen ihm und Superman. Du hast nicht alle Zapfen am Baum, wenn du denkst, dass deine neuen Freunde sich um das Grün scheren. Grodd wird seine Versprechen halten, oder er ist mein nächstes Opfer. Oh, Red! Wieso zwingst du mich, das zu tun? Yes! Yes, girl! Sehr gut. Hol dich hier raus, Mädchen! Tun wir uns zusammen! Machen wir die Jungs verrückt! Du weißt schon, genau wie früher! Wir hatten Spaß damals. Aber heute bin ich seriös geworden. Ach so, ja, total seriös. Okay. Oh, das... Das war jetzt... Ach, wie süß! Was war das denn? Also... Also ich weiß, dass... die Pamela, also die Poison Ivy, hat ja damals die Harley Quinn gerettet, als sie vergiftet worden ist. Und die waren ja eigentlich sehr, sehr, sehr gute Freundinnen. Da waren sie zwar beide noch böse, die waren eigentlich sehr... Och, wie süß, was ist das? Die waren ja beide sehr, sehr gute Freundinnen. Und deswegen ist Harley Quinn ja auch immun gegen Gifte jetzt, meine ich. Also irgendwie dadurch, dass Poison Ivy sie da damals gerettet hat, kann sie jetzt Toxine sehr gut wegstecken. Och, Mann! Wo warst du nun mein ganzes Leben? Und, ja, also Poison Ivy mag ich als Charakter eigentlich auch sehr gerne, aber Harley Quinn halt ein bisschen lieber. Yay! Yeah. Yes! Ich liebe diesen Move mit den beiden Pistolen. Ja! Keine Pyjama-Partys mehr für dich! Süß. Oh. Stell dich. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Pestizid verteilt. Oh, süß. Bitte. Ich hab das Zeug zum Spaß geschnüffelt. Dann wird dir mein neues Rezept gefallen. Oh. Oh oh. Ach, jetzt kommt der wirkliche Scarecrow. Ich finde den irgendwie total cool. Du kannst eine Menge aushalten. Aber jeder hat vor irgendetwas Angst. Ja. Dich vermöbeln wir jetzt auch noch. Also viele finden ja irgendwie Scarecrow total eklig oder gruselig, aber ich finde den irgendwie cool. Der ist auch so ein schneller Charakter. Ich finde das immer so witzig, wenn er da sein Ding umschwenkt. Okay, das hört sich komisch an. Ja. Nee. Ach, scheiße. Der Supermove ist eigentlich cool von Scarecrow, aber jetzt gerade halt für mich gar nicht cool. Ich finde das so cool, dass dann später auf diesem Grab auch der Name von einem Charakter steht, den er angreift sozusagen. Ab. Oh, hallo? Nö. Ja. Das war jetzt echt erfolgreich. Nicht.
Scheiße. Na gut, dann müssen wir den Sofa möbeln. Wir sind gerade relativ gleich auf. Ich muss jetzt wirklich... Nein! Wir kriegen das schon. Ich bin nicht immer ganz... Na! Nimm dieses Kackteil weg! Ich weiß gar nicht... Also, Harley Quinn hat ja drei Waffen. Sie hat die Pistolen, den Schläger und den Hammer. Der Kater ist garantiert. Hi. Schön. Ach, was ist das denn? Oh ne. Oh nein. Och nein. Das ist natürlich... Oh nein. Das quält sie natürlich. Halle, Liebes. Sieh dich an. Ein großes Mädchen spielt den Superhelden. Kreucht in der Betthöhle. Du hörst es doch, nicht wahr? Oh, mein Gott. Was höre ich? Dein echtes Ich, vergraben unter den Bodendielen, kratzt und kratzt und kratzt und will raus, um ihren Freunden den Hals umzudrehen und noch darüber lacht. Jetzt hat sie das... die Vergangenheit holt sie gerade ein. Ach, die Arme. Du bist stärker als das. Du bist kein Instrument. Sehr gut. Oh, Harley. Stets eine echte Enttäuschung. Wieso versuch ich's auch? Schlüpfrige Typen in billigen Anzügen mit einem noch billigeren Grinsen schreiben mir nie wieder vor, wer ich sein soll. Sehr gut. Wir waren früher mal echt wahnsinnig verliebt. Aber das ist jetzt vorbei, Mr. J. Deswegen hauen wir dich jetzt. Ach, ich kann Harley irgendwie verstehen. Die Arme. Du bist mehr als das. Das müssen wir aber... Was? Das ist ja aber ein bisschen öfter treffen. Der mal mit seinem blöden... Ja. Gibt's doch nicht. Ja. Wie die sich mit dem Schläger da gehauen hat. Ich... Was? Habt ihr gehört, was der gesagt hat? Unverschämtheit. Komm, jetzt aber mal richtig ein drauf. Na, mal sehen. Ja. Okay, der hat den Supermove verdient. Bam. Super. Das ist eine abusive Relationship gewesen. Ah! Nein! Steh auf. Ja, okay. Niemand sagt Harleen, was sie zu tun hat. Richtig. Ach, die Arme. Dann los, bevor die Anker gelichtet werden. Bam. Sehr gut. Ein kleines Feuerwerk. Oh, Swampy! Swampy the Swamp Thing. Den finde ich auch ganz cool. Sorry, wir wussten nicht, dass das Naturschutzgebiet ist. Ha, die nennt den auch Swampy. Das Grün. Das Pflanzenleben der Erde.
Solange es lebt, kann ich nicht sterben. Da kann er sich ja mit Poison Ivy zusammentun. Swampy, warte! Du willst uns nicht verprügeln! Wir sind doch die Guten! Gut, Shade. Die Menschen sind mir wichtiger. Mir ist nicht egal, wenn mein Sumpf brennt. Der Sumpf brennt doch gar nicht. Wir haben doch gar nichts gemacht. Wir haben versucht, deinen Sumpf zu schützen. Ey. Wow, was war das denn da gerade? Irgendwie... Das Problem mit dem Hammer ist so ein bisschen... Sie springt ja dann. Und wenn dann der Gegner weggeht, dann... Ja, dann treffe ich natürlich nicht. Ach, das mache ich immer noch am liebsten. Dann noch ein bisschen den Tarzan machen. Ah. Eins, zwei, na! Was soll das? Ach. Was? Ich bin irgendwie jetzt gar nicht mehr zum Zug gekommen, aber egal wie ich es versucht habe, der hat mich ja von A nach B geschleudert. Was? Das. Nein! Ich glaube, wir müssen vielleicht gleich doch mal den Super-Move. Macht er noch einen Konflikt? Ah! Es ist kein Spiel mehr. Ja, das wird ja jetzt unentschieden sein. Ah! Er wollte verhindern, dass ich den Super-Move mache. Oder einen Konflikt auslösen kann. Dann wenn... Was? Der hat nur noch so einen Fitzel. Na! Ah! Immer gesagt, ich hätte einen schwarzen Daumen. Hast du jetzt die Ohren gespitzt? Du solltest Scarecrow und seine Schläger schnappen. Sie mischen Giftgas unmittelbar in deinem Hinterhof. Wir wollen sie aufhalten. Wirklich? Verstehe. Okay, uns erstmal halb tot prügeln und dann... Ach so, ihr seid ja doch die Guten. Dankeschön. Ach, da ist ja noch eins. Mensch, Arrow, ich dachte, du hättest alle getroffen. Danke, Swampy. Wenigstens das. Kommen Sie zurück. Bin ich bereit. Oh, Swamp Thing, du bist der Wahnsinn. Wenn du je ins Team willst, nehmen wir dich mit Kusshand. Ich denke drüber nach, falls sich unsere Interessen überschneiden. Doch jetzt geht. Der Sumpf muss heim. Das ist aber sehr theatralisch. Okay. Ah, Kara. Erst nach so langer Zeit. Ach, ist das Kandak? Ja, bestimmt Black Adam. Mhm. Wo warst du? Mutti und Vati. Hab zugehört. Wenn dich jemand sieht. Wie oft haben wir es dir gesagt? Es ist zu gefährlich außerhalb von Karndak. Ich trieb jahrzehntelang im All. Im Hyperschlaf gefangen, bis Adam mein Schiff fand. Jetzt bin ich hier eingesperrt. Wie könntest du dich hier wohler fühlen? Lasst mich raus. Diana. Du hast mir beigebracht, was meine Kräfte erreichen können. Diese Welt braucht Hilfe. Die Erdbewohner sind so zerstritten. Immer kämpfen sie. So ist die Welt ohne Kal-El. Batman hat seine Augen überall. Er darf nicht von dir erfahren, bis wir bereit sind. Ich fürchte keinen albernen Maskenmann. Ich verbiege Stahl mit meinen bloßen Händen. Das konnte dein Cousin auch. Und? Was bringen mir diese Kräfte, wenn ich nicht einmal Kal-El helfen kann? Das werden wir, Kara. Genau wie du und ich Diana von Themyscira befreit haben. Die Zeit wird kommen. Wir retten Kal-El. Dann legt Batman uns Rechenschaft ab. Okay, das war jetzt so ein Mutti-Fati-Gespräch, ja? Unsere beste Chance gegen Grodd ist ein Präventivschlag. Klingt eher nach einer Aufgabe für das Militär.
Wie wär's mit der Armee? Es gibt keine Armee. Noch nicht. Um das Regime zu zerbrechen, mussten wir unten anfangen. Also, was? Wir drei verschleppen Grodd vor der Nase seiner gesamten Gorilla-Armee? Jupp. Grodd ist ihr Alpha. Schaltet man ihn aus, ergeben sich die anderen. Aber passt auf, nicht in andere Mitglieder der Society zu laufen. Sie sind besser organisiert als gedacht. Nächster Halt, Gorilla City. Ich sollte den Babysitter anrufen. Mama und Papa kommen später. Wenn das hier zu viel für dich und Ollie ist deiner, dann lasse ich Blue Beetle und Firestorm übernehmen. Nein, wir schaffen das. Ihr seid schon lange nicht mehr Teil des Kampfs. Ihr habt eine Familie. Du bist Teil der Familie, Bruce. Das ist schön. Ich konnte beim letzten Kampf gegen Superman nicht helfen. Dieses Mal werde ich da sein.